Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir haben uns lange nicht hier bei YouTube blicken lassen, doch sind wir wieder da. Da seht ihr auch schon unseren wunderschönen Stellplatz direkt am Meer. Allerdings leider nicht alleine, wie man unschwer erkennt. Da waren wir in Kroatien. Wir waren insgesamt knapp 3 Wochen unterwegs. Zuvor waren wir in Slowenien hier an diesem wunderschönen Ort. Und jetzt seht selbst. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben seit Ewigkeiten nicht mehr gevloggt, deswegen lassen wir uns das jetzt nicht nehmen, euch heute mal mitzunehmen. Wir haben jetzt 4.30 Uhr, sind seit 20 Minuten unterwegs und melden uns, wenn es hell ist. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal persönlich. Wir haben jetzt 7 Uhr. Wir sind angekommen am Supermarktparkplatz, haben keine Pause gemacht, nur zwischendurch einmal kurz gewickelt und Liam rausgelassen. Die Sonne scheint. Ja, jetzt hat der Supermarkt gerade geöffnet, das heißt, wir kaufen ein paar Kleinigkeiten und wir brauchen eine neue Fußmatte, weil wir haben es tatsächlich fertig gemacht, unsere Fußmatte zu vergessen, also zu verlieren unterwegs. So, wir waren schnell einkaufen. Es gab Wasser, Zewa, ganz viel Brot. Heineken für Alex, das trinkt er überall immer, wenn wir im Urlaub sind und auch zu Hause, aber selten. Eis, Zucchini und eine neue Fußmatte. Ja, noch so ein bisschen Gurke, Avocado etc. Da sitzt Liam, wenn wir einkaufen sind und wartet auf uns. Und Alex hat den Wagen weggebracht. Ups, sieht man gar nicht. So überbelichtet. Da kommt er. Und weiter geht's zum Platz. Hier wurde unseren Platz bezogen. Es gibt jetzt hier Frühstück. Alia isst schon Avocado. Da ist Alex. Und jetzt kommen wir erstmal an. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Sieht man ganz so echt den Unterschied zwischen Alex und mir. Ich bin so Hauptsache drauf. Da, wo es ankommt, ist dunkel. Und er macht sich so ein Bistrobrötchen daraus. So sieht es hier aktuell aus. Uns hängt immer eine Menge Wäsche. Die Handtücher haben sich übrigens sehr bewährt, dass wenn wir noch 100 Mal für losgefahren sind, trocknen super schnell. Und hier geht's weiter. Es gibt jetzt Abendessen. Und zwar Kartoffeln mit kroatischer Dose und deutschem Hähnchenersatz. You know, von Aldi, was wir immer essen. Alia isst auch Kartoffeln. Und vielleicht noch ein bisschen Gemüse dabei. Wäsche gewaschen haben wir natürlich unterwegs auch. Meist für 5 Euro knapp in der Maschine oder wie hier per Hand. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, unsere Maus auch im Urlaub oder beziehungsweise auf Reise regelmäßig in den Schlaf zu tragen. Das seht ihr hier. So, 3 Tage später geht's weiter. Surprise! Wir sind hier, Alex und Alia. Wir sind weitergefahren. Wir waren auf dem Platz, der war echt ganz schön, aber da waren viele Wespen. Deswegen sind wir noch ein Stück rübergesetzt, haben jeden Tag viel Kaffeepulver verbrannt, damit die uns einigermaßen in Ruhe lassen. Und jetzt stehen wir hier, ich zeig's euch gleich wo, und sind auf dem Weg, ja, ich würde jetzt sagen runter, aber richtig ist hoch, ne? Richtung Pula Medulin und so, sind aber noch hier auf diesen Inseln. So, hier ist das Baguette. Da ist unser Hund. So, ein Stück für Alia und unsere Aussicht. Aber hier kommen schon die Mücken reingeflattert. Und da fliegen wir auch schon gemeinsam hier über das Gewässer. Da seht ihr jemanden reinlaufen. Das war ewig lang, bis da mal irgendwo tiefer wurde. Und alle Menschen haben sich hier mit diesem Schlamm eingerieben, dem Heilschlamm. Soll auch gegen Insektenstiche helfen. Da ist auch schon die kleine Kapelle, von der erzähle ich euch gleich in dem nächsten Abschnitt noch mehr. Ist wirklich ein schöner Ort. Hier haben wir den ganzen Tag verbracht, bis wir dann spätabends, als die Maus geschlafen hat, weitergefahren sind. Und weiter geht's. Wir gehen noch weiter Fotos machen, bügeln. Tun die jeweiligen Apps für uns. Da laufen wir jetzt hin. Da ist sogar eine Schaukel, hatte ich vorhin schon gezeigt. Und da gibt es eine Geschichte dazu. Die erzähle ich euch auch noch. Zu der, ich sage immer Kathedrale. Wie hieß es? Kapelle. Kapelle. Und zwar waren 3 Fischer unterwegs. Dann gab es einen starken Sturm. Und die sind untergegangen und wieder wach geworden auf dieser Insel. Und die sagen, der Heilige Geist ist dafür verantwortlich. Deswegen ist auch kein Kreuz obendrauf. Und ihr Boot wurde auch zurückgeschwemmt. So, da laufen wir jetzt hin. Pferdchen, Lauf, Galopp, Eberstein. Liam hier, ja. So, da sind wir wieder. Wir wollten eigentlich einen Tag komplett mit Filmen, haben es aber nicht hingekriegt. Alex spannt gerade unsere Wäscheleine. Wir haben gerade die Wäsche gewünscht für 5 Euro umgerechnet. Wir sind hier bei einem sehr schönen Platz, sehr schattig, leider nur ohne Meer. Dafür mit jede Menge Tieren. Ich hoffe mal, wie es hier ausschaut. Aber wir haben einen wunderbaren neuen Platz. Wow. Oui. So schön. Du auch winkeln? Mama steht hier oben, Schatz. Hier unten ist Papa. Und Chef. Ich? Papa ist Chef. Alex ist der Chef. Wir vloggen einfach jeden Tag so ein bisschen, oder? Also so eine Struktur kriegen wir eh nicht mehr rein. Ich mach Alex jetzt einen Kaffee. Sollte er mir danken. Und hier seht ihr halt auch, das gehört dazu. Das war's. Wir hoffen, es hat euch gefallen.